Hi und herzlich willkommen zu dieser Fallstudie. Und in dieser Fallstudie werden wir dir zeigen, wie wir es geschafft haben, eine Steigerung der Follower in 30 Tagen von 7.333% zu schaffen. Wichtig, diese Fallstudie ist für dich nur relevant, wenn du schon ein bestehendes Business hast, das läuft und im Bestfall du auch schon Werbeanzeigen schaltest. Weil das, was hier jetzt passiert ist, hat am besten funktioniert in Kombination mit Werbeanzeigen und vor allem mit einem etablierten Business. Gehen wir mal rein. Und zwar, es geht um die Fallstudie von VitaForce und dem Geschäftsführer Sven Bung. Sven wurde auch schon von anderen Coaches nahegelegt und war eine Empfehlung, dass sein Social-Media-Auftritt nicht so der Wahnsinn ist. Das Thema vorher war, dass er mit einem Studenten zusammengearbeitet hat, der nicht kontinuierlich gepostet hat, der einfach nicht wirklich genau die Zielgruppe verstanden hat und auch nicht genau die Themen herausgestochen hat, sondern es war halt so ein bisschen, er probiert sich mal aus. Und Sven hat mir bereits vor unserem ersten Gespräch, beziehungsweise während unserer ersten Gespräche, die Statistiken, Daten durchgeschickt und hat gesagt, hey, ist das gut? Wie würde sowas besser ausschauen? Und es war so, dass hier im März, Februar, März 2024 in den letzten 30 Tagen 3 Follower dazu kamen und er hat 7 verloren. Das heißt, sein Wachstum war im Minusgeschäft. Und deswegen kann man das prozentual eigentlich gar nicht mehr so betiteln. Allerdings bin ich jetzt mal nur von den neuen Followern ausgegangen. Und man sieht trotzdem, ich habe leider hier nur vom 11. März bis zum 10. April die Statistik, sind 167.000 Konten erreicht worden. Und trotz dieser vielen Impressionen sind die Leute nicht auf seiner Seite geblieben. Also das heißt, es kam nichts dabei raus und da merkt man einfach, Reichweite selbst bringt meist nicht viel, wenn dann die Leute einfach nicht auf deiner Seite bleiben und auch nicht zu Fans werden und sich den Content nicht gerne anschauen. Was haben wir gemacht, beziehungsweise wie sah das Ganze vorher aus? Der Instagram-Feed war geprägt von einzelnen Mitarbeitern und Sven hat zu mir auch immer gesagt, hey, wir haben über 90 Mitarbeiter und man sieht es nicht. Also ich selber habe es nicht vorher gesehen, er hat mir das erstmal so gesagt und vor allem, es gab keine klaren Statements. Es gab so ein bisschen was von der Arbeit, es gab auch KI-Bilder, wie man hier sieht, die ganz nett sind, aber die halt keine klare Aussage treffen und die vor allem auch keine Fans und Follower aufbauen, weil man sich nicht damit wirklich identifizieren kann. Das ist nice to have, das ist ganz schön, aber es passt halt nicht wirklich rein. Und manchmal sind auch Videos viral gegangen, ganz einfach aus dem Thema, weil sich vielleicht jemand für die Maschinen interessiert hat oder weil es einfach eine coole Szene war. Allerdings sind das nicht die Leute, die wir in der Zielgruppe haben wollen, um dann wirklich verkaufsstarke Kunden zu haben, also aus der Zielgruppe, die wirklich einen Forst haben. Also wir reden hier von Forstwirtschaft. Er kümmert sich um die Waldflächen von großen Landwirten und auch um die Forstwirten und hilft da beim Bepflanzen. Und diese Zielgruppe möchte natürlich wissen, was haben sie da davon? Und das war beim letzten bzw. beim Feed vorher nicht der Fall, sondern es war eher so auf das Thema, okay, was können wir und wir lassen es schön aussehen, aber nicht viel mehr. Was war die Strategie? Wir haben die einzigartigen Werte von VitaForce hervorgebracht. Wir haben gesagt, okay, wie wollen wir nach außen dastehen und vor allem groß dastehen? Also wie gesagt, über 90 Mitarbeiter und ich hätte jetzt von vornherein gesagt, vielleicht so 10 bis 15. Und er wurde auch vom Kunden immer mal wieder angesprochen und ob die teilweise große Aufträge überhaupt abwickeln können, weil man einfach nicht von außen gesehen hat, dass sie groß sind. Da hat auch die Webseite noch mit reingespielt, die dann nebenbei auch noch überarbeitet wurde. Aber da war Instagram sehr, sehr präsent und wurde auch immer wieder in den Nachrichten geschrieben, hey, könnt ihr das und das überhaupt? Yes, wir haben dann erstmal die Ängste, Sorgen, Nöte der Zielgruppe herausgefunden und geschaut, was geht denen durch den Kopf? Also wirklich, wo wollen die hin und wie kann man die auch triggern? Und haben dann einen Drehtag für Social Media Content vereinbart, inklusive Werbeanzeigen für Mitarbeiter, Reels und professionelle Bilder. Haben dann im Nachhinein auch einen Postingplan erstellt mit Texten, einer klaren Call to Action und den passenden Hashtags, obwohl man sagen muss, Hashtags sind heutzutage nicht mehr so relevant, da bin ich ganz offen und ehrlich, sind aber trotzdem noch wichtig, um die Zielgruppe zu erreichen. Lieber weniger wie zu viel, der Instagram-Algorithmus, der richtet das dann schon so hin, dass es passt allein durch die Worte im Reel selber. Insgesamt haben wir dann jetzt in den letzten Wochen 5-mal pro Woche auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen gepostet. Das heißt, Instagram und Facebook ist gespiegelt. Das zähle ich jetzt als einmal und auch auf LinkedIn, um direkt die Zielgruppe anzusprechen. Und wir haben klare Statements gemacht. Sven hat hier ganz klar in die Kamera gesprochen und hat gesagt,
was die Zielgruppe sich denkt. In dem Fall war das dann auch einmal um das Rehwild, wie man Sachen beschützt und die Pflanzen beschützt, aber auch tatsächlich, dass sie halt viele Ausländer als Mitarbeiter haben und dass viele in der Szene anscheinend das nicht für gut beheißen. Und er sagt, hey, es gibt aber halt zu wenig Deutsche, die wirklich noch richtig arbeiten wollen. Und damit haben wir einfach, naja, kontrovers und einfach ein bisschen reingepusht. Aber genau das hat dann auch die Zielgruppe gesagt, cool, geiles Statement, das wollen wir hören und dadurch folgen sie jetzt auch. Was war das Ergebnis? Statt minus 4 Follower im März haben wir im 10. Mai bis zum 8. Juni innerhalb von 30 Tagen 223 neue Follower generiert. Natürlich kommen hier auch Follower weg, ganz einfach, weil durch solche klare Aussagen Zielgruppen auch verschwinden, die vielleicht sich einfach nur gerne die Maschinen angeschaut haben etc. Das sind diese Nice-to-have-Follower, aber wir haben deutlich mehr aufgebaut. Und das Spannende ist, und deswegen geht diese Werbung und deswegen geht diese Fallstudie auch nur an Menschen, die schon Werbung schalten und etabliert sind. Wir haben die gleiche Anzahl an Reichweite. Das heißt, wir wollten nicht mit Reels viral gehen, das ist schön und gut, aber wir wollten hier Fans aufbauen. Also das heißt, durch die Werbeanzeigen haben wir die gleiche Anzahl erreichter Konten, das ist genau identisch, und haben einfach mal statt 3 Follower 223 neue Follower aufgebaut. Tendenz steigend. Also heute ist der 13. Juni und wir haben jetzt in der Zeit von den 5 Tagen auch schon wieder 30 Follower mehr aufgebaut. Was war der Nebeneffekt? Es kommen immer mehr Mitarbeiteranfragen über Social Media. Dadurch hast du deutlich niedrigere Leadkosten, weil die Leute sagen, das ist ja ein geiler Account, da möchte ich auch arbeiten. Und durch die Werbeanzeigen, wo natürlich auch Mitarbeitergewinnung ist, tragen sich manche nicht in das Lead-Formular ein, aber schreiben dann direkt über Instagram, weil sie vielleicht nochmal eine Rückfrage haben auf ihre Situation etc. Und entweder kann man es jetzt hier machen, wie Sven dann geschrieben hat, hey, auch als Quereinsteiger hast du eine Chance, oder wahrscheinlich die bessere Variante wäre sogar, hey, dann trag dich doch bitte in das Lead-Formular ein, dann kriegst du einen Anruf von einem unserer Mitarbeiter und dann schauen wir, ob das zwischen uns passt. Die Dienstleistung selber wird auch immer mehr wahrgenommen und wir haben täglich über hunderte von Likes. Wie gesagt, die Tendenz der Follower ist stark steigend und das war im Endeffekt erst der Anfang. Wir haben jetzt genau einen Monat Zusammenarbeit hinter uns. Und das Ding wird immer größer und größer und ist damit ein Rad, das sich immer schneller dreht. Und der nächste Termin steht schon fest, damit wir hier noch mehr auf die Zielgruppe reingehen, jetzt durch die Kommentare auch noch mehr und spezieller Aussagen treffen können. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das funktioniert oder ob das auch für dein Business funktionieren kann, dann trag dich gerne zum kostenlosen Erstgespräch auf www.mountainmediaonline.de. Dann finden wir raus, ob das bei dir auch funktioniert, ob du da etabliert ein Business hast, welche Zielgruppe da für dich die nötige ist und wie wir genau solche Aussagen auch für dich treffen können, ohne groß viral zu gehen, ohne dich vor der Kamera zum Clown zu machen, wirklich deine Zielgruppe anzusprechen, auch wenn du wenig Follower hast. Wir haben auch letztes Jahr schon innerhalb von wenigen Wochen die Anzahl bei Litwin Heizung Sanitär aus Rostorf verdoppelt. Das heißt, es ist kein Einzelfall hier. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie genau das funktioniert, dann trag dich ein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Ciao.